Ja, hallöchen, liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen bei American Truck Simulator. Ja, heute ist der Freitag. Ja, und heute darf ich euch das erste Bildmaterial bieten. Also Leute, starten wir los mit American Truck Simulator für den PC. So, und hier sehen wir auch schon mal die erste Übersicht. Ich habe schon ein bisschen was eingestellt, deswegen sehen wir jetzt diese Übersicht. Im Prinzip gleich wie bei ETS, nur eben ein bisschen schöner noch mit neuen Bildern und auch wieder den bekannten Mod Manager, der ist auch wieder dabei. Wir schauen mal kurz da rein. Ja, da ist nichts drin, gibt es noch keine. Ja, gehen wir wieder zurück. So, ja, ich möchte es zulassen und jetzt würde ich sagen, reden wir nicht um den Brei, starten wir gleich mal los. Wir sind noch nichts gefahren und auf zum American Truck Simulator. Wieder alles gleich, der Ladebildschirm, nur neue Bilder sind drin. Ja, und da fahre ich gerade die erste Tour. Ich habe sie nicht zu Ende gefahren, extra für euch, da ich mir gedacht habe, ach, jetzt wartet doch mal. Nur die ersten Einstellungen sind ja schon da, aber egal. Los, wir fahren. Also wir können uns mal den ganzen Truck hier anschauen. Hier sieht man schon mal den American Truck, also endlich mal eine längere Schnauze. Und auch hier wieder der Verkehr den USA-mäßigen Verhältnissen angepasst. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Hier kann man auch nochmal schauen. Wieder mal detaillierte Details, dass das nicht ärger geht. Hey. Und wir können hier mal die Hupe ausprobieren. Die hört sich zwar ein bisschen lahmarschig an, sage ich mal, aber das ist uns jetzt mal egal. Wir düsen los und probieren mal hier zu fahren. Und da haben wir auch schon die erste rote Ampel. Weil sie mir nicht gekommen. Schade. Schade, schade, schade. Kann man nichts machen. Ja, Leute, was habt ihr über den ATS schon alles gehört? Freut ihr euch schon auf den ATS? Denn am 3. Februar ist ja der offizielle Release. Werdet ihr ihn auch holen? Schreibt es mir in die Kommentare und dann lasst uns ein bisschen diskutieren. Oder wenn ihr Fragen habt zum Spiel, das können wir gerne testen. Wenn es dem Spiel was angeht, ob dasjenige bietet und so, können wir gerne machen. Und ich sehe auch hier wieder tolle, also tolle Grafik, muss ich sagen. Und das ist endlich mal ein bisschen was Abwechslungsreiches, so, zum Europäischen. Und es ist wirklich, wirklich schön anzusehen. Das muss ich jetzt echt mal loswerden. Oh! Hey, das Ding bremst aber ein bisschen gut hier. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen schlechter beim Amerikanischen. Der ist hier größer. Und hier haben wir hier noch einen Kollegen. Mal eine Lichthupe geben hier. Hallo! Ich kann hier mal den blöden Scheiß da wegdrücken. Das interessiert nämlich eigentlich keinen. Was da immer. Das ist eigentlich das gleiche Szenario wie vorher. Mit dem. Ja, wie war das damals? Mit dem Einführungsrundchen ist da eigentlich auch gleich. Ihr kommt, fahr, ich gebe dir schon Vorrang. Ist doch normalerweise, wenn die Van gegenkommt, dass du Vorrang geben musst, oder? Oder habe ich mich da jetzt vertan? Ich weiß es nicht. So, jetzt fahren wir weiter hier. Ich muss jetzt sagen, die Sonnenstrahlen sind echt der Hammer. Was ich euch auch noch mitgeben kann auf dem Weg. Am Samstag gibt es großen American Truck Simulator Livestream. Also Leute, schaut vorbei. Und Red Dragon Gamer YouTube Twitch. So, und wir sind jetzt hier. Da fahren wir mal rein, schön gemütlich. Bin ich da jetzt wirklich richtig? Und was muss ich da jetzt tun? Folgende Taste drücken, Anlieferung ab... Was? Abzustimmen, was? Folgende Taste drücken, um Anlieferung abzustimmen? Hä? Okay, das ist aber neu. Also das...
Verstehe ich jetzt nicht ganz, was da jetzt gemeint ist. Es gibt LKW-Fahrer, kann mit dem Rangieren auf. Okay. Ja, wo muss ich da jetzt was drücken, damit ich da jetzt. Wurscht. Abgegeben haben wir es, das war jetzt der erste Auftrag. Den nächsten machen wir dann besser. Das war jetzt der erste Auftrag. Und hier sehen wir auch hoffentlich jetzt gleich mal das Menü. Hoffe ich zumindest mal, aber da werden wir uns gleich mal überraschen lassen. Es lädt wieder mal. Tja, und wird auch der Multiplayer hinzukommen? Das wissen wir leider noch nicht. Da haben wir noch keine Informationen drüber. Wenn, dann wäre schon geil, dann könnten wir wieder alle gemeinsam spielen. Ja, das ist die typische Garage. Die interessiert eh keinen. So wie die ausschaut. Und da sehen wir jetzt auch schon das Menü, Leute. Also, wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Hier wieder die Karriereübersicht. Fangen wir mal hier oben an. Karriereübersicht. Ist ein bisschen schön aufgebaut wie die alte. Noch keine Striche da. Aber das macht ja nichts. Deine Statistiken, oder? Da kann man auch mal rein. So, das ist nur die Überschrift. Dann haben wir hier die Profile. Das ist alles normal. Schauen wir mal die Foto an. Spotlight-Bilder kann man einstellen. Das ist jetzt neu. Okay, was geht hier unten? Wir können die Weltkarte mal anschauen. Also, wir sind gerade in San Diego und da haben wir mal die erste Gegend. Ich hoffe, das geht doch, es geht so. Das ist jetzt mal das erste Gebiet, was wir befahren können, aber es wird noch ein weiteres Gebiet gratis per DLC hinzukommen. Das habe ich schon gehört und das wird auch so sein. Ja, das war jetzt mal die Karte auf die Schnelle. Den Radio können wir uns natürlich auch mal anschauen. Hier wieder ganz normal, ich habe schon aktualisiert, wieder den Online-Radio. Und da gibt es wirklich amerikanische Radiosender drin. Echt geil. Eben wieder hier kann man die eigene Musik reinziehen in den eigenen Dateienordner ETS2 und Musik, glaube ich, war das. Ja, was gibt es hier noch? Speichern, laden, da braucht man eigentlich nicht reinschauen. Die Optionen, also wir haben hier mal die Grafik und da könnt ihr mal alles sehen. Ich spiele auf hoch, natürlich in 1080p. Vielleicht ein bisschen zu hoch zwischendurch, je nach Verkehrslage, ist leider so. Aber ich glaube, über das können wir hinwegsehen. Audio, hier können wir wieder die Standardsachen einstellen. Wie Musik, die können wir mal komplett wegmachen, wenn es einen stört. Und ja, da kann man eben wieder das Standardwerk vom Audio einstellen. Gameplay, da wird es jetzt wieder interessant. Hier eben auch wieder können wir die Automatik einstellen, plus alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten, die eigentlich eh gleich sind wie bei ETS, muss ich sagen. Aber da kommen, es gibt da jetzt auch schon die US-Maßeinheiten. Sehr nice, sehr nice. Hier wieder die Tasten, ganz normal wie bei ETS. Und hier auch wieder die Kontrolleinstellungen. Ich spiele jetzt gerade mit dem 360er Wireless Controller. Den Elite-Controller muss ich dafür erst anschließen und konfigurieren. Mache ich natürlich bald. Aber das ist jetzt mal nur das erste Video für euch, damit euer Hunger auf das Spiel schon ein bisschen gelindert wird. Und wir können hier noch reinschauen hier unter Aufträge Angebot oder Auftragsangebot. Schnelle Aufträge. Natürlich kann man hier nur den einen jetzt auswählen. Und da fällt mir gerade. Oh doch, da kommen die ganzen LKWs. Ja, das sind mal die ersten. Und da merkt man schon, die Wege vom Anfang an sind hier, glaube ich, schon ein bisschen länger. Und es sieht hier auf der Seite ein bisschen schöner aus, was das angeht mit, ja, mit der Aufmachung. Wir können ja mal den Auftrag annehmen. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich meinen Controller hingelegt habe. Also so muss ich sagen, ist das Spiel im Ersteindruck wirklich, wirklich geil geworden. Ich meine, ich bin sowieso ein
ETS2-Fan, also ich habe kein Navi vorn dran. Doch, ich habe ein Navi drin. Dann brauchen wir das eigentlich gar nicht. Und dann würde ich sagen, fahren wir direkt mal los und ich verfahre mich, glaube ich, gerade. Denn es geht auf der anderen Seite raus. Und wir fahren jetzt mit was fahren wir da jetzt gerade? Mit Eisenrohre, glaube ich. Und da ist die Frage, können die jetzt runterfallen? Ich glaube ja nicht, aber geil wäre schon irgendwie. Und aber man sieht hier schon, die Anhängerlänge ist um weitem länger als wie bei ETS. Und ich werde hier wahrscheinlich schon gleich mal irgendwo anstehen. Und hier ist es gerade passiert. Es ist echt nicht leicht, mit so einem langen Anhänger zu fahren. So, und jetzt fahren wir da aber mal schnell noch raus. Egal, ob es jetzt kracht. Ich hoffe, der Verkehr hat was draus gelernt, wenn ich komme. So, und wir geben jetzt mal Gas hier. Aber der Sound ist von dem LKW ist wirklich geil. Man kann den auch schön rollen lassen. Das fährt sich wirklich angenehm. Und man merkt ja auch bei ATS, die Straßen sind nicht nur in einer Linie geradeaus. Es gibt ja auch mal kleine Kürfchen. Obwohl, da frage ich mich, wenn der Multiplayer dazukommt, da könnte es eventuell mal scheppern. Oder was meint ihr, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. So, keine Passanten noch in der Gegend. Doch, da habe ich gerade wen gesehen, glaube ich. Och, es wird rot, es wird rot. Oh, geht sich aus, geht sich aus. Das war ein bisschen zu schnell gebremst sogar. Was können wir da beim Bordcomputer alles umschalten? Ah, Tempomat, wie immer. Tanken. Keine Ahnung, was das heißt. Kann man nicht ganz lesen. MPG. Hat irgendwer eine Ahnung, was das heißt? Dann bitte rein in die Kommentare. So, jetzt kommt hier gleich wieder die nächste Kurve. Da werden wir wieder sehen, dass ich anstehen werde. Hey, die Polizei! Also gibt es jetzt mal Polizeiverfolgungen auch? Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich habe noch keine Kohle. Naja. Oh, wir sind über Rot gefahren. Seit wann sind wir über Rot? Wir sind tatsächlich über Rot gefahren. War da jetzt wirklich Rot? Verdammte Scheiße. Ja, so schnell kann es gehen. So. Und da muss man schon wirklich bei Kreuzungen mehr lenken, Leute. Ist nicht so einfach, aber man kann es schaffen. So, und jetzt müssten wir eigentlich gleich hier sein. Na, Stunde für. Okay, ein bisschen haben wir. Oh, verdammt. Sie haben Post! Mitten auf der Kreuzung. Sie haben Post. Alter, da geht's rund hier. Was zur Hölle? Wann darf ich da so? Da ist eine Ampel. So, jetzt darf ich fahren! The King! Nee. Och, es gibt die Rettung. Polizei? Und diese alten Oldtimer, die gefallen mir echt gut. Die passen echt gut ins Bild rein. Und ich frage mich auch, gibt es die legendäre Road 66? Okay, die Einfahrt ist eigentlich leicht. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt leicht sage, fahre ich schon wieder wo rein. So, das passt schon. Dass wir die Zeit im Blick haben hier. Oh, ey, die erste Autobahnrunde. Brumm, 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 brumm. Los, gib Gummi. Wir fahren auf der Autobahn. Was steht denn da oben am Navi 55? Ist das meine Geschwindigkeit oder was? Ich sollte mal die mpH auf kmh umschalten, eventuell. Also, nee, ich glaube, das ist die Route 55. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Es ist einfach so geil, das Spiel schon spielen zu können. Und euch natürlich präsentieren zu dürfen. Wie gesagt, Samstag kommt der erste Livestream mit ATS. Ich bin sowas von gespannt, wie es bei euch ankommt, so rum. Oh mein Gott. Schade, ich habe gedacht, die fahren jetzt hinten nach. Die haben der Streife gestanden, habt ihr das gesehen? Das war ja voll geil. Endlich mal ein bisschen Action hier. Und hier auch wieder bei den Autobahnen. Echt nice, dass es mal Kurven gibt. Jetzt fahren wir, glaube ich, mal bei einer Tankstelle vorbei.
oder auch nicht. Doch, da ist eine. Leute, grüßt die Tankstelle! Und alle Trucker-Kollegen. Und da fährt so ein, wie heißt das? Eco-Fahrzeug. Nee, das heißt glaube ich anders. Nee, doch, Eco, keine Ahnung. So ein Elektromuffel-Fahrzeug. Ah, verdammt! Ah! Scheiße. Okay, gehen wir offroaden. Kann das Ding auch offroad fahren? Ja, es kann. Oder auch nicht. Oh nein. Doch, komm, du schaffst das. Du bist ein guter... Keine Ahnung, was du für eine Firma bist. Firma. Automarke. Nee, LKW-Marke. Okay, dann halt nicht. Dann fahren wir halt rückwärts. Ach Gottchen. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass wir hier raufkommen. Aber ich gebe nicht auf. Nee, das geht nicht. Der ist zu schwer. Da ist der Anhänger zu schwer. Ganz langsam. Wahrscheinlich fahre ich jetzt alle nieder. FedEx. Ah, Scheiße. Und in. Ich habe gedacht, in Amerika kann man da über die Autobahn drüber crashen. Aber da gibt es eine Mauer. Na toll, Patrick, das hast du jetzt wieder gut gemacht. Toll hast du das gemacht, Patrick. Ja, schauen wir mal, was das Navi sagt. Irgendwo muss es doch noch eine Abfahrt geben. Bitte einmal reinlassen, bitte einmal reinlassen. Danke. Auch der Verkehr denkt mal mit, wenn ich komme. Aber denkt auch das Navi mit, das wir jetzt testen. Schaut alle aufs Navi, Leute. Gibt es da vielleicht Hoffnung, dass wir noch eine Ausfahrt kriegen? Ich glaube nämlich eher nicht. Nein, oder doch? Doch, da müsste noch eine Ausfahrt geben. Ja, da hat es jetzt aktualisiert. Perfekt. So, jetzt fahren wir raus hier, aber diesmal wirklich. Was auch immer das Schild hier bedeutet hat. So, hier müssen wir stoppen, aber wir tun es nicht. Zahlen wir eh keine Strafe, hoffentlich. So, lala. So, da dürfen wir nicht rechts abbiegen, müssen wir auch nicht. So, jetzt sind wir also gleich da. Perfekt. Ich fahre jetzt einfach mal, ich hätte normalerweise schauen sollen, aber ich muss sagen, das Fahrgefühl der großen LKWs ist viel cooler als wie die von den kleinen in ETS 2. Da es wirklich ein bisschen mehr braucht, um die Kurve zu kommen. Aber ich glaube, da werdet ihr dann Carlsbad Zimmer. Ich hoffe, das spricht man so aus. Halt, der bleibt mal stehen. Was ist mit dir los? Unsichtbare Fußgänger? Wahrscheinlich hat das Navi gerade gesagt, bitte wenden, bitte wenden. Ja, so ist das also. Ich sag schon mal vorab danke, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns morgen beim Livestream. Wann es losgeht, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber der Link dorthin ist in der Videobeschreibung. Und ihr könnt auch gerne ein Follow da lassen. Und dann wisst ihr eh, wann ich ankomme. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Da gibt's Baustelle, verdammt. Auch diese gibt's wieder. Ach, da muss ich da... Ist das geil! Du musst auch mal hier bei der Baustelle was abladen. Ey, ist das geil gemacht, ey. Sorry, aber das ist ja wirklich mal geil. Du musst auch wirklich bei Baustellen hier abladen. Ey, genial ist das, ey. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war's von meiner Seite. Euer Red Dragon Gamer mit ATS. Und bis zur nächsten Folge oder Livestream. Ich bin raus. Ciao, Leute.